Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Leistungsträger im Tourismus, liebe Mitglieder, Partner und Tourismuskollegen. Wo führt nun die Reise hin? Die Corona-Krise bestimmt uns weiter. Deshalb ist es mir wichtig, Folgendes zu sagen. Der Tourismus, die Hotellerie und die touristischen Anbieter haben ihr Möglichstes getan. Wir alle können guten Gewissens sagen, dass sich die Pandemie nicht durch falsches touristisches Handeln verstärkt hat. Daher ist der Lockdown im November doppelt bitter für die Tourismusbranche. Aber ich möchte dem Freistaat Bayern auch danken für die zugesagten Wirtschaftshilfen für den Tourismus. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir im Tourismus alleine in Ostbayern durch den Lockdown von März bis Juli diesen Jahres 1,1 Milliarden Euro Verlust durch den Umsatzausfall verkraften müssen. Wir müssen aber in die Zukunft schauen. Zwei Trends zeichnen sich im Tourismus ab, ja werden durch Corona sogar noch beschleunigt. Erstens, Reisen ist im Jahr 2020 so digital wie nie. Die Reiseanalyse der FIR besagt, dass 90% der gesamten Bevölkerung Deutschlands online ist. 70% informieren sich im Internet zum Thema Urlaubsreisen und die Hälfte der Urlaube werden online gebucht. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr haben wir festgestellt, dass sich digital buchbare Betriebe wieder schneller erholen konnten. So hatten die buchbaren Betriebe die Ausfälle während des Lockdowns bereits bis Mitte August kompensiert. Zweitens. Natururlaub ist so wichtig wie nie. Die Reiseanalyse 2020 ergab, dass die Menschen vor allem zur Erholungsreise, zum Natur-, Familien-, Wellness- und Gesundheitsurlaub zu uns nach Ostbayern kommen. Die frische Luft, die Weite der Landschaft, die Tatsache, dass bei uns nicht Masse, sondern Qualität zählt, hat eine neue Wertigkeit erhalten. Viele Gäste, die uns bisher nicht in der Urlaubsauswahl hatten, haben uns bereits im Sommer mit neuen Augen kennengelernt. Abstand vom Alltag gewinnen und frische Kraft tanken sind neben Entspannung, Freude und dem neuen Gefühl, frei sein, die wichtigsten Urlaubsmotive der Menschen. Bleiben Sie zuversichtlich. Sicherheit, der ehrliche, transparente Umgang mit unseren Gästen und professionelles Arbeiten sind Werte, die sich in diesen Krisenzeiten für unsere Urlaubsregionen herauskristallisiert haben. Die Bayern bleiben im Land. 42% unserer Gäste kommen aus Bayern. Es ist und bleibt unser wichtigster Quellmarkt. Unser aktives Marketing, die Forcierung der Online-Buchbarkeit und die gute Vernetzung und Weiterentwicklung in den Regionen wird von unseren Gästen belohnt. Wir haben die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen erkannt und konnten Lösungen anbieten. Der Lockdown im November ist zeitlich begrenzt. Danach wollen die Menschen wieder wegfahren. Sie werden ein paar Tage Urlaub und Auszeit suchen und sie werden sehr kurzfristig buchen. Darum ist es wichtig, dass wir immer aktiv präsent sind. Wir möchten die Menschen spüren lassen, dass wir auf sie warten und uns auf sie als unsere Urlaubsgäste freuen. Nutzen Sie dafür auch gerne unsere Angebote im Bereich Online-Marketing und Online-Buchung. Neben einem positiven Grundrauschen bereiten wir jetzt vor allem das Marketing für das Frühjahr 2021 vor. Dazu halten wir Sie auf dem Laufenden. Wir sind eine positiv besetzte Branche, die jetzt besonders flexibel sein muss. Und das bei den verlässlichen Werten, die unsere Urlaubsregionen und ihre Menschen auszeichnen. Ich wünsche Ihnen trotz der schwierigen Umstände alles Gute und bleiben Sie gesund.